Guten Nachmittag. Sind wir alle lieben dich und haben einen schönen Tag gehabt? Ich hoffe, das ist dort. Wo können wir besser sein als Taub mit Kinder Gottes? In unser Gott sein Wort und Gott loben und preisen. Er kann nicht die Wahrheit sein. Donnerstag ist hier wie 18 Stunden von hier war ich. Und wir fuhren bei Klock 3 der Nacht. Und dann haben wir ein paar Stunden schlafen. Dann kommen wir bald hier, wenn wir Janker hier zu sein. Ich freue mich, mit Ihnen hier zu sein. Mein Name ist Wes Haepner. Ich weiß nicht, wie viel von Ihnen mich kennen. Das ist nicht so wichtig, dass wir mich kennen. Vielleicht eins hier von Ihnen höre ich noch mal in der evangelische Botschaft Radioprogramm. Vielleicht darf ich fragen, wer mal von dort Radioprogramm gehört. So, dort kommt jeder Weg, ein halbes Stunden Programm, da schaffe ich auch mit. Und ich sehe Gott sehr, sehr dankbar. Jesus ist Gott. Jesus hat mir Leben. Ich war ab in Manitoba, in Winkler, Manitoba. Ich wie sehr gesegnet, ich habe Eltern, die bekehrt werden. Das ist ein großer Segen. Viele von Ihnen haben das nicht gehört. Und durch das sind durch viele schwere Tiden gegangen, würde ich recht sagen. Durch viele schwere Tiden, durch vielleicht ein Vater, was hört wie eine Mama, was nicht verstanden zu leben, sehr wenig gaudet in Heim. Und ich wie gesegnet mit dort. Mein Vater war wirklich auch ein Prediger. Nicht, dass dort irgendwas besonders ist, das ist nicht, was ich hier probte sein. Und ich war ab, christliches Heim. Meine Eltern lehrten mich, bevor wir zur Schule fuhren, dann würde meine Mama mit uns 10 Minuten Bibel forschen, ich fand ich lehren. Und verschiedenste Dinge sind dort. Ich hoffe, ihr kennt auch mit Ihnen Kinder. Und das war ein großer Segen. Ich war ab, ich will nicht trinken, ich will nicht in Partys oder irgendwas ist dort, was wir würden sagen, hey, das ist die Welt. Aber ein Ding fehlt mir noch. Ich muss das erkennen, dass ich verloren wir und dass mir noch ein Heiland fehlt. Ich habe viel und gestruggelt, wenn wir tun das ein bisschen steht. Ich weiß nicht, wer mal so unterhaft geht und wir vergleichen uns mit den Nächsten und sagen, hey, ich sehe aber nicht so schlecht das Ding. Du weißt ja, der fliegt, der schmeckt, der trinkt, der vertraut Lees, der plüdert, diese Dinge tue ich nicht. Liebe Freunde, wenn die dort so eine Dinge selbst sein, dass dort kommt nicht von Heiliger Geist. Ich wie du, ich probt mein Bastet und danach wieder über ein großer Loch. Ich sag, mein Bastet, es ist aber nicht genug. Mein Bastet, aber ich merke hier noch Fehler. Mein Bastet, hier kommt ein Kart. Mein Bastet, Gott ist aber heilig und ich sehe nicht. Wo der das dann? Dann fehlt mir noch Wort. Und weißt du was, lieber Freund? Uns himmlische Vater hat uns so gemerkt, dass sie jetzt uns tragen, dass ich muss sein wie ich sie aber verloren. Ich wundere, wenn ich die durch von der Frau und hast du die mal gesehen als verloren? Gott, ich kann nicht rot, ich weiß nicht was wieder, ich sie verloren. Ich will dir in live sein von dir. Wenn du noch niemals bei dir bist gekommen, dann bist du nicht gerade. Du musst die Kern sein aus ganz verloren. Ich kann nicht wieder, mir fehlt das an Jesus Christus. Und so kommt das in mein Leben. Ich bin alt für 12 Jahre alt. Und eins ist, ich komme bei dir, ich rohre, ich weiß Gott, ich habe auch viele Botschaften gehört. Ich rohre, ich schreue zu Gott und sage, weißt du was? Ich bekenne, ich sehe verloren, ich merke das nicht selbst. Ich komme hier, und weißt du was, wie interessant ist, Schmacker Prediger, Jung? Der muss alles werden bekannt für Jesus. Der hat eine lange Liste. Das wir nicht so ein Vollkommenes. Und preis dem Herrn. Gott ist so gnädig, Gott ist so gut. Er vergibt mir all meine Sünden, das, was wir haben gehört, wenn wir an Sünden bekannt haben, als Trüende geraten, vergibt uns unsere Sünden. Er vergibt mir meine Sünden. Ich nehme am Ohren Glauben. Ich habe mit verschiedensten Dingen gestrochelt in meinen Jugendjahren, wie ich wirklich gerat. Wenn einer Sünden hat, dann hopst einer, war am breiter Weich, oder ist einer noch einmal am schmaler Weich, vielleicht haben jüt, some von jüt mit den Kampf gehabt. Aber ich meine Sicherheit in Glauben könnte sein kriegen, dort
Jesus gleicht mich, Jesus hat mich lief, wenn ich alles reicht habe. Und Jesus hat mich auch lief, wenn ich fallen habe. Er will mich treibhalten, er will den Gauderforder sein, wo ich würde ankommen und sein. Und ich würde an sein, Herr, ich habe mich weiter verscheut. Und so dort wie ein Grotet für mich in meine Jugendjahren, dort fast gehandelt, Jesus gleicht mich. Jesus hat mich lief, ich sehe sein Kind, nicht von meiner Wolke, nicht von Schmack, ich sehe, aber wenn seine große Gnade. Wir sehen, ich habe hier ungefähr 20 Minuten, so ich will hier den kleinen Text lesen von Markus Kapitel 6. Und das ist so ein karter Text, aber das ist so viel Bern, und ich will hier nicht eine lange Predigt, aber ich will hier drei karte Punkte abheben. Markus Kapitel 6, von Vers 53 bis 56, und das ist von was Jesus tat im Leben. Ich habe letzte paar Jahre das Markus-Buch ein bisschen doller studiert in der Gegend und ich habe so viel gelernt. Ich sehe hier den Bruder Ferkin ab. Ich als ein 43-jähriger Mann muss bekennen, mir fehlt noch viel zu lernen von dem Leben von Jesus Christus. Vielleicht sagst du auch das dort. Markus Kapitel 6, 53, Bad, 56 sagt, als sie in Genazaret ankommen, ankehren sie sich durch Faust. Und sobald sie in Lamm stichen, kannten die Menschen Jesus. Und rannen in die ganze Umgebung und drüchen die Kranken auf ihre Matratzen nach Jesus, wo immer sie hielten, dort hei wir. Und wo immer sie in die Städte und Dörper oder im Land kommen, leden sie die Kranken auf Marktplatz und prachten an, dort hei an bloß so luten den Samm und seine Kleider anscheren, und alle die am Anscheren werden gesund. Ganz kurzer Text. Ich will hier kurz drei Dinge rütteln. Nummer eins, kannst du Jesus? Was sagt das von den Menschen? Die kannten Jesus, die rannten rum, die sagten, hier ist Jesus. Wenn wir Markus Kapitel 5 lesen, dann wir wollen lesen von wo Jesus 5000 Mann und Kinder und frühes hat gefeiert, vielleicht 20.000 Menschen. Und dann schickte sie die Jünger ein Boot nach der anderen Seite. Und da kam ein großer Sturm, das ist noch eine ganze Nacht in der Predigt. Und da wollen wir nicht von der Eva gehen. Und dann aber, seht hei, dass sie in Sturm sind. Lass hei irgendwann kommen für 8 Stunden ungefähr. Und dann kommt er auf dem Boot. Dann wird der andere Seite kommen, sind all diese Menschen da. Und wer wird das verstehen, liebe Freunde, wir kennen WhatsApp. Kein GPS-Location, kein, hier ist Jesus, du hast Jesus, du hast er angekommen. Aber die waren alle so hungrig, diese Menschen kennen Jesus, die haben von ihm gelehrt, wo Jesus erst da war, ich auch sein. Ich wundere, als ich die würde fragen, ist dein Wort auch so stolz? Kannst du Jesus in so einem Weg, dort hat dein Freund erst, dort hat dein Haar erst, dort hat dein Helper erst, dort hat dein Tröster erst, dort hat dein alles erst, dort wo Jesus erst da war, ich auch sein. Die kannten Jesus. Wenn wir zurückgehen in Markus Kapitel 1, Jesus fängt an Wunder zu tun. Das redet von, wo wir verbreiten, den Menschen vertrauen, dort er hat nicht mehr eine große Stadt in Kanan gehen. Die Menschen, die kannten und die sagten, wo ist Jesus, du will ich sein. Mein Freund, will die von dir Maut geben? Ich wohne in ein Haus vor Montag, oder sind das alles? Seht ihr den Platz, wo heilig ist, wo voll den Heiligen Geist ist, wo Jesus Christus wird gepredigt, und sieht du. Menschen, die Jesus kennen, die werden mit Jesus sein. Denn Jesus ist wunderbar. Das zweite, was ich will hier bekicken, ist, wo deuten die Menschen, die Jesus kennen? Was sagt das? In Vers 55, die randen. Die kroppen nicht in 40 Jahren und drehten Air Conditioning an und fuhren auf dem Fenner Heavy. Die randen in der ganze Umgebung, das kann Meilen sein, gewasst. Die randen in der ganze Umgebung und drüchen die Kranke ab eine Bedrohung. Ich wünsche, wir hätten hier von der eine Bedrohung, dann würden wir hier ein paar Menschen fragen, wem zu drehen, von einem Engspecker, aber der andere Engspecker, und sein, wo er wird schaffen. Man droht das nicht zum Unheil. Kann man verstehen? Das hier, was soll ja,
prøv mal wem zu drehen, eine kranke Person, das ist so ein Gewicht, wenn es ein 100 Pfund, 150 Pfund, du musst drehen, mit Trotz. Und die rannen an ihm hin und brachten die Kranken Jesus. Ich bin der liebe Freund, wenn du wirst du warst und du hast Jesus gekannt, wirst du deine Freunde an Jesus gebracht. Heute, lange Mühe, mit Trotz, ja oder nein? Wurscht? Und wenn du von dir sagst, jo. Warum lässt von dir oder nicht? Wenn du sagst, hey, ich würde ein von dir sein, du warst, und würde mein kranker Freund haben Jesus gebracht, warum lässt du den kranken Freund, den du in der Mitarbeit hast, nicht ohne Jesus bringen? Warum sagst du, wer du kennst, der ist in deiner Familie nicht von Jesus? Weil du weißt, Jesus ist die ganz kaputt. Ich weiß nicht, was er wird sein. Ich weiß nicht, was die anderen wollen sein. Was die dann mein Freund sein. Diese Person, die Jesus kennt, hat ein Ziel. Ich bringe meine kranke Freunde Jesus. Ich wünsche, wie könnte das so dort sein? Und dann mein letzter Punkt. In der Kran hier steht, Vers 56. Und wo immer hier in der Städte, in Darpa, oder ab dem Land kam, leiden sei die Kranke am Marktplatz und prachaden am. Die Viren Batua, die Viren so eine Kranke, wird keine Hoffnung haben. Ich sie verloren, die Doktor, die haben nicht mehr Rut, die Perlen, die halten mich nicht, ich sie in Weide. Die Prachaden. Weißt du, wie Prachaden meint? Exia mein. Die Prachaden, dort hei an bloß so looten den Sam und seine Kleider anscheren und harchmuldet. Einer streckt in die Bibel, wenn die Bibel mit haben. Und alle, die am anscheren, werden gesund. Lieber Freund, da waren so eine Lepra sein gewasst, da waren so eine mit Krebsfleisch sein gewasst, da waren so eine, die keine Hoffnung hatten, so eine, die Doktor sagen, das hilft dir nicht, so viel Zeit hast du zum Leben, da waren alle Sorten Menschen mit Krankheiten sein gewasst. Und die waren alle gesund, wie Jesus uns schied. Und wenn ihr nicht anders und denken an diese 20 Minuten, die ich hier habe, denk an das. Von der, wenn du verloren bist, wenn du krank in deinem Leben bist, dein Leben ist kaputt. Vielleicht hast du das ganz schmack geschmerzt von Büten, ja? Deine Freunde, vielleicht eben deine Gemeinde, die denken, das ist eine schmacke Person. Aber du bist krank von Bern. Was immer deine Krankheit ist, Jesus, was sagt die Bibel? All die, die am Unschieden waren, gesund. Nicht einer wie ausgeloten. Wo grob deine Sünde ist, wo viel Mut du hast gesündigt, was du alle hast getan, was du alle hast beschuldigt, wem du alle hast getan. Wenn du in Jesus kommst, hey, merk dich gesund, lieber Freund. Ganz gesund. Ich habe eine besondere Gelegenheit diese Wochenende. Diese Zeit. Dankeschön für kommen. Diese Zeit, um dein Leben klar merken zu sein. Weißt du was? Keiner weiß das, aber mein Leben ist kaputt. Mir fehlt das an Jesus. Keiner weiß das, aber ich bin krank. Mir fehlt das an Jesus. Es sind viele Menschen. Kick nicht nur die Menschen, aber kick nur, was Jesus hat für die tun am Kreuz. In dieser eine Wahrheit kann ich dir von meinen ganzen Worten versprechen. Und vielleicht würden da viele von dieser Seelsorge das selbst hier sein. Wo immer du von kämpfst, wo immer deine sind, ist, wenn du warst Jesus prachern, du warst sein, mir fehlt es und die Jesus merkt die gesund. 100% von der Zeit. Das war ich dir wünschen, da. Dass du diese Klarheit verschauen mit Jesus. Dankeschön für die Zeit. Ich wünsche, dass wir einen Segen hier was. Kevin noch zu beten, wenn wir hier vor euch sind. Kevin vielleicht abstunden, dann darüber beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus, wir danken dir, wir preisen dir, wir loben dir, dass du so sehr gut zu uns bist. Wir danken dir, dass wenn wir noch in unser Sinn wir, und wenn wir noch in unser Sinn sind, dann hast du uns live.
Himmlischer Vater, wir danken dir für jede Person, die hier von dir ist. Du weißt, gerade die Ursache, warum du erst gekommen bist, du weißt, gerade wo du stehst. Himmlischer Vater, ich bete, wenn die krank sind, wenn die verloren sind, du wirst dir die Ansicht geben, du wirst dir tragen mit dem Heiligen Geist, und dann wirst du dir die Kraft geben, um nach vorne zu kommen und sagen, von dir, Augustin saß in 2022, merke ich eine Entscheidung für Jesus, mir fehlt heilen, ich sehe krank, mir fehlt Halt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Lösung hast. Dass du die Rot hast. Wir haben nicht, aber du hast. Aber du hast die Mitgeduld mit uns in dein Wort. Himmlischer Vater, ich bete, Vater, dass du jeder Person, die uns scheren durch dein Wort, dass wir wieder eine gesegnete Zeit haben, aber mehr als dort, dass Menschen würden in dich kommen. Ich bete im Namen Jesus Christus. Amen.